Ach du heiliger Strohsack, was ist hier los? Und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2. Dunklen Jedi Deshan besiegen. Oh, Backe. Ich glaube, das ist das Finale hier, oder? Wir laden uns ganz kurz auf. Ich weiß nicht, wo der Kerl ist. Oh mein Gott, was geht hier ab? Kann ich hier durch? Was soll ich machen? Oh, alles aufladen. Das ist natürlich sehr wichtig. Boah, das nimmt gerade sowas von Fahrt zu. Das ist richtig geil gerade wieder. Ich finde es einfach Hammer. Okay. Kann ich hier durch? Nö. Scheinbar nicht, aber wir müssen irgendwie durch, ne? Okay, das geht auch nicht. Wir müssen neu laden. Wo lang wir auch gehen sollen. Ich werde es gleich erfahren, bestimmt. Ach du Kacke, 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 ey. So, hier gibt es auch nichts. Hier auch nichts. Ich wusste es doch irgendwie, dass wir es kaputt machen müssen. Ich konnte es mir nicht anders erklären, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann wollen wir mal sehen, wo der ist. Wow, was ist los? Das ist wohl eine Falle oder so, die der Kerl hier betreibt. Wieder ein bisschen Verteidigung, das ist sehr schön. Aber ist das jetzt wieder so eine Sackgasse oder so? Muss ich irgendwelche Wände kaputt machen? Nein. Hier vielleicht? Doch, guck mal. Optische Täuschung. Ja, toll. Das kann ich gar nicht wissen. Das konnte ich gar nicht voraussehen. Müssen wir mit Geschwindigkeiten machen. Geht nicht anders. Moment, hier können wir ja einmal durch. Ja, hier wird auf jeden Fall Geschwindigkeit nutzen. Moment, mal speichern. Das geht schon mal nicht. Kann man das ausmachen? Nee, geht auch nicht. Okay. Dann müssen wir wohl Geschwindigkeit machen. Nämlich jetzt. Schön. Hier auch einfach durch. Fuck off. So, und jetzt Heilung. Jetzt warten wir am besten. Ich kann es nicht ändern. Das ist halt leider sehr tricky hier gerade. Oh Mann. Nochmal. Oh, das war falsch. Ich meine natürlich so. Ja, wenn ich wüsste, dass man hier auch anders spielen kann. Ich hätte es direkt getan, aber ich kann es nicht auch anders. Es ist zu komplex. Das ganze Level-Design ist komplex. Da kannst du dich einfach mal durchrushen und alles tun und machen. Es ist nicht so erlaubt oder gut getan, wie man sich das gerne vorstellt. Jetzt müssen wir wieder warten. Mal. So, jetzt speichere ich einfach mal. Fuck. Deine Anstrengung ist vergeblich. Na toll. Drillinge. Ich denke mal, er ist recht lang gegangen. Wegen der Farbe. Ach du Scheiße. Dann ist er geradeaus gegangen. Wo ist er? Hinter mir? Nein, das ist eine optische Täuschung. Du Blödmann. Ich habe das Gefühl, der ist hinter... Schaut euch... Habt ihr es gesehen? Da ist ein Schatten. Ach du Kacke. Da war doch gerade ein Schatten, ne? Da war gerade ein Schatten, Leute. Okay.
Lieber Desan. Wie soll ich denn hier rüber? Ach du Kacke. Probieren wir es. Na toll. Geschwindigkeit? Ob das Sinn ergibt? Kann ich doch nicht einfach durch. Hier ist Feuer. Kann ich... Moment mal. Wasser. Sehr gut. Dass so ein Jedi alles überleben kann, aber kein Wasser, ne? Das ist mal interessant. So, hier kann ich auch nochmal was aktivieren. Den Schub aber, glaube ich. Ob das jetzt der richtige Weg war, ist jetzt einfach nur Zufall. Ich renne einfach mal durch. Hier auch mal. Ach du Kacke. Hier gibt es schon mal nichts. Hier auch nichts. Irgendwo an der Decke, denke ich einfach mal. Ja gut, Griff oder so kann ich ja auch nicht hier nutzen, ne? Schub. Bringt mir auch nichts. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Moment mal, wir laden nochmal neu. Wir haben das jetzt... Theoretisch. Also eigentlich müsste sich was zeigen. Auch nichts an der Decke? Nein. Wäre ja schön, wenn es hier Wege geben würde, aber hier sind keine. Ich kann hier halt drücken, aber was bringt mir das? Ich kann nichts machen, obwohl es angezeigt wird. Okay, egal, ich mache einen Schnitt und wenn ich dann gegen oder vor Desan stehe, ich glaube, das ergibt dann mehr Sinn, weil dann haben wir auch nicht so viel verpasst und viel mehr davon, statt von diesen nervenaufreibenden Rätseln. Oh mein Gott, Freunde, ihr wisst gar nicht, wie lange ich gesucht habe. Und das Witzigste ist jetzt hier auch noch, schaut mal hier, das habe ich gar nicht gesehen. Deswegen können wir das mal reindrücken und jetzt können wir direkt auch weiter. Meine Güte, meine Güte. Oh. Das war natürlich blöd, da müssen wir wohl unseren... Ja, da müssen wir wohl ganz klar... Geschwindigkeit nutzen, sonst kommen wir da nicht so schnell durch. Interessanterweise. Gut, dann speichern wir ganz kurz. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir werden es irgendwie schaffen. Irgendwie. So, Moment, hier auch auf jeden Fall nutzen. So, Kollege. Durch, 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 durch. Super. Speichern. Desan. Der Schweinepriester. Der Tyrann. Willkommen, Kyle Katarn. Willkommen in der Zukunft. Deine Zukunft sieht ziemlich düster aus, Desan. Ganz im Gegenteil. Dank dir werden die schwächlichen Jedi-Ritter, die mich verachtet haben, bald aus der Geschichte ausgelöscht. Und durch eine neue Rasse starker Krieger ersetzt worden sein. Starke Krieger. Krieger, die verstehen, dass die Macht kein Schild zum Schutz der Nutzlosen, sondern eine Waffe zur Stärkung der Würdigen ist. Nichts davon wird geschehen, Desan.
Die meisten deiner Schattentruppen sind durch echte Jedi-Ritter, die gelehrt wurden, die Macht zu gebrauchen, verstärkt worden. Die anderen sind mit ihrem Schiff in die Luft gegangen. Was für eine erbärmliche List. Desanan Fayar. Admiral? Admiral! Admiral Fayar, ich befehle Ihnen, sich auf der Stelle zu melden. Ich habe mich in dir getäuscht, Katarn. Dein Versagen als Jedi-Ritter hat dich nicht geschwächt. Es hat dich noch stärker gemacht. Schließ dich mir an. Du weißt doch genau, dass du niemals einer von denen sein wirst. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber jedenfalls weiß ich, dass ich nicht allein sein werde. Was ist mit dir, Desan? Sogar jetzt, nach all dem Schmerz, ist es noch nicht zu spät. Schließ dich uns an. Du schwacher Narr. Fuck. Der Kerl macht ernst. Wartet mal, ich habe eine Idee. Oh Gott. Ich habe ihn, glaube ich, gerade provoziert. Er kommt hinter uns her. Scheiße. Mach eine Fliege, Kollege. Hier habe ich gerade was gesehen. Weil ich ja so ein Auge dafür habe. Da. Schub. Schub. Griff. Geht nicht, okay. Er bewegt sich nicht. Was ist los mit dem? Moment. Schub. Er kommt nicht. Interessant. Moment, Schub. Haben wir schon gerade gemacht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist für irgendetwas. Ich weiß aber nicht, was. Würde mich mal interessieren. Einen Moment. Eins. Würgegriff, Griff. Was bringt das mir überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ach du Scheiße. Der Kerl macht ernst, Kollege. Okay. Okay, okay, okay. Ich fordere dich heraus. Vielleicht kriegen wir es so hin. Nein, ich muss mich beeilen. Weg hier. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Wir haben keine Macht gerade. Wir haben gerade keine Macht, jetzt aber. Komm schon. Von hinten. An den Beinen, an den Hoden. Nein, nein! Ist gestorben, oder? Nein, er ist gestorben. Boah. Wahnsinn. Jen. Eines Tages musst du mir beibringen, wie man das macht. Danke, dass du dich um die Ravens Claw gekümmert hast. Das war wohl das Mindeste, was ich für ein Söldnerpaar tun konnte, das dabei geholfen hat, die Akademie der Jedi zu retten. Ich weiß, dass ihr das nicht zum ersten Mal hört, aber die neue Republik steht wohl für immer in eurer Schuld. Du hättest dir denken können, dass man einen gescheiterten Jedi dazu braucht, einen anderen gescheiterten Jedi zu besiegen. Kyle, du bist nicht gescheitert. Luke, ich... Ich weiß. Ich würde dein Lichtschwert sehr gern für dich aufbewahren. Nein, ich denke, dass ich es behalten werde. Ha, wusste ich es doch. Lando schuldet mir 5 Credits.
Bist du sicher, dass du das wirklich willst, Kyle? Ich sage ja nicht, dass ich bereit bin, der Akademie beizutreten oder so. Ich meine, bevor ich irgendetwas tue, sollten Jan und ich wohl erstmal einen langen Urlaub an den Stränden von Spira machen. Und danach? Danach sehen wir weiter. Ja. Lass dir Zeit, Kyle. Wir werden immer noch hier sein, wenn du bereit bist. Danke. Und möge die Macht mit dir sein, Luke. Hammer! Das war's mit Star Wars Jedi Knight 2. Wahnsinn. Ey, das hat richtig Bock gemacht, Leute. Das hat richtig Bock gemacht. Ich hab... Am Ende... Das ging jetzt einfach viel zu schnell. Ich habe gerade ein bisschen eine Gänsehaut, weil ich habe das Spiel früher als Kind gespielt und ihr wisst es wahrscheinlich auch, dass ich das Spiel wegen eines Abonnenten endgültig angefangen habe, auch zu Let's Playen. Ich hatte sowieso schon vor auf der To-Do-Liste, aber jetzt ist es halt so passiert und ich bin mega froh, dass wir es gespielt haben, dass ich das Game auf jeden Fall gebracht habe. Allein schon der Anfang, das mit der Jedi-Akademie, dass man da sich so einer Prüfung unterzieht und dann auf diversen Ländern ist, auf Land teilweise und dann Stormtrooper ausschalten muss und wo man einfach so gedacht hat, ey, Jan ist tot, oder wo ich einfach gedacht habe, Jan ist tot. Obwohl ich das Spiel ja auch schon damals gespielt habe, aber das mit Jan hätte ich gar nicht in Erinnerung. Aber das Game hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein Muss für jeden Star Wars Fan, finde ich zumindest, hat richtig viel Spaß gemacht. Solche Spiele sind halt solche Games, die passieren nicht einfach so, Freunde. Die passieren nicht einfach so. Und deshalb bedanke ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr ständig hier fleißig mit kommentiert. Danke, dass ihr hier ständig auch, ja, das Ganze ein bisschen supportet. Das hilft nicht nur uns, das hilft auch natürlich den anderen. Und ich finde es einfach nur mega nett, Leute. Ich finde es wirklich mega nett. Ich danke euch herzlich, dass ich das Spiel mit euch teilen durfte. Danke auf jeden Fall. Und Kritikpunkte gibt es ganz klar hier. Bestimmte Ortschaften, die man dann einfach nicht ganz genau oder Wege einfach nicht ganz genau herausfinden konnte. Das musste einfach nicht sein, wie ich finde. Bestimmte Wege kann ich einfach nicht direkt herausfinden. Also ich hatte einfach Probleme dabei. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Das ging halt nicht. Ich habe auch sehr oft geschnitten, wie jetzt auch vorhin, in diesem, ja, letzten Part zumindest. Aber ich denke, ich habe euch da auch nicht irgendwie gelangweilt. Ich habe wirklich lange die Wege gesucht. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber das geht eigentlich auch. Ja, das Game, zu der Zeit damals finde ich eine gute Grafik. Zu der Zeit damals, wie ich finde, eine mega geile Story. Und obendrauf, cooles Gameplay, wenn man spielt, oder? Ein richtig geiles Gameplay eigentlich, so mit Laserschwert und so. Das haben die Entwickler auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen, wie ich finde. Ja, Laserschwert hin oder her. Ich mag Star Wars und ich werde auch in Zukunft mehrere Star Wars Teile auf jeden Fall spielen. Ich mag es. Ich mag es auf jeden Fall. Und ich bedanke mich hier nochmal, ganz zum Schluss nochmal. Dankeschön, Leute. Danke, danke, danke. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Bei was auch immer. Bei was für einem Spiel. In was für einer Haut wir dann sein werden. In was für einem... Ja, was für einem Umfeld wir spielen werden und was für einen Protagonisten vor allem wir spielen werden, bei einem neuen Helden, bei einem neuen Abenteuer. In diesem Sinne, bis dahin.